Es soll mal wieder ein bisschen was laufen hier an der alten Festung auf Aal. Lübtet? Das werden wir jetzt testen. Eike hatte was im Discord gepostet, einen schönen Trophy-Aal hier an der Stelle gefangen, an der alten Festung, und zwar unten am Camp. Und ich stehe hier schon ein bisschen und praktischerweise stand ich vorher die Nacht auch schon so halb AFK, auch schon hier mit dem Setup, aber an einer anderen Stelle. Hab einfach mal so ein bisschen reingeschmissen und nebenbei noch Videos geschnitten. Und da habe ich gedacht, ach komm, Alten, wenn er doch schreibt, hier unten, da lübt der Lachs, dann testen wir doch einfach mal. Ja, und ich war vorher hier oben, der klassische Spot. Was ist das hier? Also wenn man rausgeht, halt sofort links 58 oder 38, 56 oder irgendwie sowas in der Art. Also direkt an diesem Gebüsch. Ich schreibe da gleich einfach nochmal daneben. So, dann haben wir das. Klassischer Aalspot. Hier stand ich auch die Nächte schon immer wieder beim Karpfenangeln. Karpfen laufen immer noch richtig gut auf Kokossahne. Ja, war aber auch nicht so richtig was. Und jetzt soll er hier laufen. Das ist natürlich praktisch. Das testen wir direkt. Beziehungsweise ich teste auch schon. Und wenn ich hier so in den Chat reinschaue, sehe ich auch hier schon die ersten Aale. Die Lümmels sind schon am Geiern und ziehen hier direkt raus den Aal. Hier hatte ich auch schon gerade einen dran. Der Günni Gründlich hier auch, der Pfeffdick hatte ich gesehen. Also es lübt, es lübt, es lübt. Die Aale sind da. Und da geht ein bisschen was, ne? Schirie hatte ich, glaube ich, gerade. War das so? Warte mal, wir müssen nochmal hochscrollen. Hatte, glaube ich, gerade einen richtig dicken Brocken. Hier ist es genau. Globaler Wochenrekord. Alter, gucken wir doch gerade mal eben rein. Das ist doch der Hammer. Ist der denn schon drin? Ja, fettes Ding. An der alten Festung 6,2 Kilo. Pfui, doch schon mal ein Aal. Das ist doch mal ein Aal. Ja, also Position sollte, glaube ich, so einigermaßen nun klar sein. Wir sind also hier unten am Campingplatz auf 36, 29 ziemlich genau. Und ich habe so geworfen, dass die Köder am Ende von dem Geschlonze, also ins Klare reinfallen. Und dann fallen sie ja mit dem fallen sie noch ein bisschen runter. Das heißt, wir sind quasi hier an der Kante von dem Geschlonze. Wenn du unbedingt klippen willst, machst du einen Clip irgendwas zwischen 5 und 7 Meter. Ich glaube, da stand auch so im Discord. Link zum Discord direkt unterm Video, wenn du da up to date sein willst. Einfach mal reingucken. Zack, da geht schon der nächste Aal wieder. Bei mir sieht das so aus. Das war hier vorne, wie gesagt, der erste Spot. Da ging zwar auch ein Lüder-Aal rein, aber sonst eben eher so ein bisschen Gedöns. Und hier jetzt gerade ging das auch schon ganz gut los. Zwar erstmal eine kleine Quappe, aber dann schon mit 1,5, zack, 1,6 direkt hinterher. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Setup ist, gehen wir natürlich auch drauf ein, Setup ist eigentlich klassisch zusammengebaut, relativ fein. Beziehungsweise relativ transparent. Ich glaube, man könnte da sogar noch ein bisschen anders reingehen. Werde ich vielleicht auch nochmal testen. Idealerweise warte ich jetzt erstmal nochmal ein bisschen hier auf Regenwetter. Ich glaube, so der nächste, die nächste Nacht wird nochmal richtig gut. Oder dann hier wieder, dass man dann, wenn es so richtig einpinkelt, so richtig volles Met am Schütten ist, dann nochmal auf dem Aal testen. Zumindest auch, wenn es ein bisschen kühler ist. Ja, vielleicht geht da noch was. Gucken wir mal. Und dann so bis ungefähr 9 Uhr morgens. Köder, jap, haben wir. Und zwar den Fischfetzen. Fischfetzen, Einserhaken habe ich hier verwendet. Und dann einfach nur kleines Inline-Blei. In dem Fall jetzt gerade kein Vorfach, weil ich hier mit einem 6,9 Kilo Fluorocarbon komplett hier stehe. Wenn man das natürlich normal mit seinen kleinen Feederset-Star zum Beispiel sich hier hinstellt, dann ballert man natürlich seine ganz normale 5 Kilo Schnur hier drauf, kleines Vorfach, 4, irgendwas und dann
gib ihm. Einser Haken ist, glaube ich, schon eine ganz gute Idee. Ich gucke gerade noch mal eben rein. Haben wir da was vom Setup? Haben wir leider nicht. Haben wir leider nicht bei der Trophy. Aber ich sag mal, das ist doch so einigermaßen vernünftig dafür. Man kann, wie gesagt, halt ganz normal auch mit dem Vorfach testen. Nächster Test, den ich mache, ist nochmal mit normaler Monoschnur. Und dann kommt hier Vorfachsmaterial für Karpfen drauf. Sehr, sehr dünn. Und es passt sich eben diesen Bodenstrukturen gut an. Ist nicht so steif wie Fluorocarbon. Gucken wir mal, ob das nicht vielleicht sogar da nochmal besser ist. Das waren jetzt hier alle drei Routen, wie gesagt, ganz entspannt in dem Stil. Ja, bisschen andere Haken habe ich mal getestet auch. Aber ansonsten komplett so. Auf Pose wäre das natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, wer da Bock hat. Ich hatte gerade versucht, hier die UL rauszuschmeißen. Die hat leider nicht genug Tragfähigkeit für ein Fischfetzen. Normal mit der Stippe könnte man das natürlich auch machen. In dem Fall würde ich dann sagen, so ungefähr 1,10 Meter bis 1,20 Meter Tiefe. Bisschen ausloten, aber das ist so die meiste Tiefe in den Bereichen hier. Gerade so ein bisschen ufernah klappt das mit der Pose immer ganz gut. Also wenn ihr da Bock habt, mit der Pose das zu machen, auch durchaus möglich. Ja, und dann heißt es hier, warten und hoffen, ne? Warten und hoffen. Vielleicht auch mal ein bisschen weiter hier rüber gehen. Auch hier waren ja immer mal wieder Spots, die auch hier funktioniert haben. Hier bei den Seerosen zum Beispiel. Auch das ist hier quasi in dem Bereich. Muss ich gleich mal testen. Vielleicht lege ich gleich, wenn es in der nächsten Nacht hier auch noch ein bisschen regnet, hier vorne auch noch hin, dass man den gesamten Bereich hier abwirft und testet. Und da, wo es dann halt am ehesten zuhält, gib ihm. Andere Möglichkeit, wenn ihr sagt, ihr könnt noch keine Fischfetzen machen, gar kein Problem. Entspannt euch, alles wird gut. Man kann auch mit anderen Ködern auf Aal gehen. Wir gucken einfach mal eben rein hier. Klassische andere Köder. Zack, wären dann natürlich... So, Haken drauf. Einfach mal hier random. Genau, also Mistwurm geht auf jeden Fall. Regenwurm kann man verwenden. Auch wenn das natürlich jetzt nicht so die populären Köder dafür sind, aber es funktioniert, das geht. Macht euch da also nicht fertig, man kann auch damit. Natürlich auch mit dem Tauwurm, da wird es aber natürlich schon wieder ein bisschen teurer. Dann natürlich der Fischfetzen, ist klar, wenn man dann richtig Kohle ausgeben will, wo ist er hin? Der Krebsschwanz geht natürlich auch, das kann man mal testen. Oder man baut das Ganze um und hält mal den Frosch rein. Auch das geht. Frosch auch durchaus eine Möglichkeit, wenn man schon die Köderfischmontage machen kann. Oder natürlich mit kleinen Köfis, das würde gehen. Und zur größten Not ballert man hier auch einfach mal einen Käsewürfel mit rein. Auch da wurden auch früher schon die Aale auf dem Käsewürfel gefangen. Auch das funzt. So. Ja, ich glaube, wir haben alles. Wir haben die Köder, wir haben den Spot, wir haben jetzt schon ein bisschen was im Kescher. Ich warte jetzt hier noch vielleicht so bis 10 Uhr und dann reicht es auch und dann mache ich was anderes. Dann gucke ich nochmal, ob irgendwie ein paar Schleien noch gehen oder sowas. Da gibt es ja auch immer hier wieder Möglichkeiten, gerade hier unten in dem Bereich, wo das Schilf ist und wo die Seerosen sind, einfach mal ein bisschen testen. So. Ich würde sagen, wir gucken noch mal eben, ob da, na guck mal, ob da noch was geht. Wenn da noch was geht, ist gut. Na, wenn das so zuppelt, kann das auch eher mal eine Quappe sein. Oder vielleicht noch eine Grundel. Na, gucken wir mal. Na, noch nicht mal gehakt. Vielleicht tatsächlich nur eine olle kleine Grundel auf dem Einserhaken. Genau, einfach so locker ausgeworfen. Zumachen, das sinkt runter und wir sind genau hier vorne schön an der Kante. Genau. Also, so viel dazu. Kurzes Video. Ich meine, es gibt dazu ja nicht wirklich viel zu sagen zum Aal. Außer, verrennt euch da nicht in den Aal. Wenn es läuft, ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Absoluter Glücksfisch immer noch. Auch wenn es mal eine Stelle gibt, die mal ein bisschen besser läuft, ist das immer noch ein seltener Fisch. Und die Spots sind natürlich auch immer mal wieder weg. Das heißt, wenn ihr trotz allem Aal sucht, guckt euch die anderen Videos an mit den ganzen verschiedenen Spots. Einfach mal wieder testen, auch alte Spots
funktionieren immer mal wieder. Petri Illumils, zieht euch raus, die Alaconda. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos mal oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri,